Mag sie nicht mehr. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Lego City Undercover. So, wir sagen zu Mr. Chang. Perfekt. Oha. Ich bin hier wegen der Beförderung. Du? Du siehst aus wie von der Polente. Bin ich aber nicht. Hier. Hallo, Fahrer. Willst du dir was dazu verdienen? Na, Schluss jetzt, sonst feuere ich euch, Trottel! An was dachten Sie? Eine Fluchtfahrt? Ganz langsam. Eine Schleichfahrt? Nein! Erstmal musst du dich beweisen. Hier sind ein paar Anweisungen. Folge ihnen und melde dich dann bei mir auf dem Schrottplatz. Und lass dich nicht erwischen wie diese Trottel! Geht klar, Mr. Chan. Bitte, nenn mich Sir. Oh Gott. Was machst du noch hier? Geh nach Kaninchen. Okay. Chan will also, dass ich eine Karre von seinen Rivalen zurückhole, während die eine Party feiern? Das macht mich wohl zur Spaßbremse. Wäre das erste Mal, dass ich eine Party ausbremse. Ich sollte meinen freien Tag sinnvoller nutzen. Ja gut. Dann fahren wir einmal los zu Paradise Sands, oder wie das heißt? Sands, Strands? Müsste Sands sein, das Wort für Strand ist ja Beach. Okay, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wenn ich schon verdeckt der Mittwoch rankommt. Also so lange machen wir echt so einen großen Fortschritt hier. Da war doch ein leicht zu erreichender Stein. Den würde ich mir nicht entgehen lassen. Nehmen wir den Limousine einfach weiter. Ich mag die Limo. Die kannst du super steuern. Und auch... bist heute noch schnell unterwegs. Wenn mir so ein bisschen wünscht, ist, dass es so ein bisschen Art Teleportpunkte geben würde. So halt für wichtige Punkte im Spiel. So, ich würde auf jeden Fall mal schauen, dass wir damit schnell. Ich habe mir das jetzt überlegt, ich werde das Spiel auch irgendwann im Stream dann mal zu 100% durchspielen. Hey! Oh, da ist es ja schon. Das wird sicher Ärger geben. Das ist die Karre. Okay. Es ist nicht fair, dass wir hier Wache schieben müssen. Genau. Hör mal. Wir könnten uns ja auch zu der anderen Party beim Hotelpool schleichen. Vielleicht. Wenn sie mal ordentliche Musik spielen würden. Und was zu essen auftischen. Alles klar, also einmal Musik und einmal Essen. Okay. Und was ist hier? Oh! Natürlich. Hier sollte doch irgendwo ein Grill sein. Wie soll ich denn ohne Grill Lebensmittelvergiftung im verbrannten Brötchen servieren? Ich bin nicht zwei ganze Tage ausgebildet worden, um mich dann mit so einer Stümperei herumzuplagen. Ist ja gut. Hey, ja. Ein Grill! Und auch noch sauber. Da muss ich nicht mal überall Ketchup draufklatschen, um den Geschmack zu überdecken. Jetzt brauche ich nur noch was zum Grillen. Holen wir dir auch noch. Ich setze mal, dass das hier den Marktständen noch sein kann. Oder?
Der zeigt jetzt genau darauf. Hier? Ne, da nimmt sich was zu snacken. Die kann ich kaputt machen, ne? Okay. Ich bin so spät dran. Ah, hier. Sehr schön. Ach echt, ich habe das Essen gefunden. Danke für die Info. Also ein Informationenüberschuss, also beziehungsweise Informationenmangel konnte ich hier nicht beschweren. Ich merke gerade etwas. Ist das, Hühnchen? Das ist perfekt! Könntest du es für mich auf den Grill legen? Ich habe ungewaschene Hände. Also, und dann sollst du grillen. Danke, knappe 30 Sekunden und sie sind fertig. Möchtest du etwas Hühnchen, Tata? Lass mal. So. Rieche ich da etwa Essen? Tatsächlich. Tschö. Verantwortungsvolle Beschützer, Bodyguard. Ja, wie wir. Alter, meine Anlage ist geschrottet. Da lasse ich nie wieder eine Oper drauflaufen. Okay. Boah, du bist ein wahres Technikgenie. Um die Scheiben zu drehen, brauchst du aber noch eine zweite Platte. Und tada! Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Das könnte klappen. Okay. Und jetzt bringe ich sie zurück. Shazabim! Eine Schallplatte? Was vielleicht Shabazza Kazoo? Oder doch eher Krabakadabra? Quatsch, damit zaubert man ja Meeresfrüchte herbei. Na gut, sie wird schon irgendwo sein. Okay. Bereit. Oh yeah. Hauen wir die gute Musik raus. Ich liebe Lego City. Also generell ist in so eigentlich fast nicht schlecht, aber jetzt hätte das ganz bereit wirklich überhaupt nicht vorhanden. Danke, danke schön, danke. So. Nicht schlecht, jetzt dreh mal auf 11. Warum haben Sie das gesagt? Oh oh, dem Rhythmus entkomme selbst ich nicht. Das ist super. Dann kommen wir nämlich an die Karre ran. So, ich werde wahrscheinlich bald wieder anfangen mit Minecraft. Weil so ein bisschen packt mich die Lust dann doch schon wieder. Ich habe jetzt ein paar Tage wieder was vorgehabt, habe ein bisschen Mario gespielt, auf das Spiel keinen Bock mehr und jetzt kommt wieder die Minecraft-Lust. Ich bin noch am... Was? Hey, was machst du da? Gar nichts. Heimliche Autowäsche? Auf ihn! Jawohl. Hey. Weg mit euch. Verhaftet, verhaftet. Du auch? Verhaftet! Verhaftet! Du auch! Welcher Tag ist heute? Ja, Sigi, Junge. So, jetzt aber.
Jetzt her mit der Karre. Okay, den sollen wir wieder zu schauen. Oh! Hey! Natürlich. Chase! Stimmt es, dass du jetzt zu einer Gang gehörst? Ja, das stimmt. Ich arbeite jetzt für Chan Chuang. Dass du sowas tun würdest! Und ich hab dich bewundert, Chase! Oh Gott! Ich hasse dich! Nicht in echt, Frank. Du erinnerst dich, dass ich verdeckt arbeite, um herauszufinden, wo sich Rex aufhält. Ja, klar wusste ich das. Na. Musst du wenigstens die Glückwunschkarte zum neuen Job nicht unterschreiben? Hör mal, Chan wollte, dass ich einem seiner Rivalen eine Karre klaue. Dieser Rivale ist nicht gerade unbescholten, aber er sollte trotzdem entschädigt werden. Meinst du, du kannst das mit den zuständigen Leuten klären? Klar kann ich das, auf jeden Fall. Ich habe mal eine total wichtige Nachricht von der Bürgermeisterin zur Bürgermeisterin gebracht. Okay. Okay, ich schicke dir jetzt die Details. Bis bald, Frank. Und wir haben es gut. Na toll, Schleudertrauma. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Richtigen Brief von der Bürgermeister zur Bürgermeisterin, ja sicher. Oh, wir werden angerülpst. Das Auto ist zwar ramponiert, aber du bist immer noch besser als mein anderer Mann. Und übrigens, Mann, du bist gefeuert! Du hast dein wahres Können zum Ausdruck gebracht. Und Danke. Das ist gut, denn ich brauche jemanden, der zum Limousinenladen geht. Da läutet die Alarmanlage. Ich würde Feng oder Li schicken, aber die sind eingebunden. Wie oft habe ich euch gesagt, nicht Seilhüpfen zu spielen? Was ist mit dem alten Mann, der im Limousinenladen arbeitet? Oh, ich musste ihn feuern, da er mir zu vertraut wurde. Eigentlich schade. War mein Vater. Falls Alter. Du wen im Laden vorfindest, dann kümmere dich drum. Du weißt, was ich meine? Ah, ja? Oh, und denk dran. Meine Kunden legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Also schnüffel da nicht rum! Würde mir niemals einfallen. Gut, dass wir schon hier sind. Was macht er noch da drin? Okay. Eins, zwei, drei. Ja, voll. Okay, wo ist denn? Okay. Also hier. So. Hey, stehen bleiben. Schöne Verfolgungsjagd in der Stadt. Ich würde dann hier irgendwann mal stehen. So, wo bist du? Du kannst, können wir auch. Ich bin satt. Hey, wo ist die Musik denn? So, jetzt aber. Oh, oh, oh. Oh.
Hey, jetzt komm schon. Halt, ich bin... Chase! Oh. Natalia! Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalardos. Das Papalardos? Ja, die Eisdiele mit den Wagen, du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Winnie Papalardos Gang arbeitet, arbeitet Winnie dann für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das doch nicht deswegen. Sondern? Chan Chuang Xiang, der wurde schon freigeschaltet. Freigeschaltet, Parkour. Kapitel 6. Das bleibt in der Familie. Wieso klingt das wie so ein Mafia-Titel? Wir werden wieder angerülpst. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge. Niemand weiß, dass du für Winnie Papalardo arbeitest. Fantastisch. Was? Du warst an meinen Unterlagen? Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Winnie Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt. Du bist gefeuert! Ja. Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Winnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings, du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lange. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Winnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Ich werde schon wieder angerufen. Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Winnie Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Winnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Alter. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Winnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Winnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Okay, alles klar. Der Plan steht dann für die nächste Folge bereit. Ich mache dann heute mal ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.